Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr auf eurer Sophos UTM ein VLAN erstellen könnt. Zunächst gehen wir auf unsere UTM. Dann gehen wir einmal auf Schnittstellen, gehen wieder auf Schnittstellen. Und dann haben wir hier schon verschiedene VLANs vorhanden. Einmal das normale, das sieht man auch ETH0 ohne was in Klammern stehend. Und in meinem Fall sind es zwei VLANs, zum Beispiel hier oben das Gastnetz mit der ID 10 und das Managementnetz mit der ID 20. Und hier auch jeweils die IP-Adressbereiche bzw. die Subnetzmaske. So, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr ein VLAN erstellen könnt. Ihr geht einmal auf Neue Schnittstelle. Dann habt ihr hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wichtig ist, ihr müsst erstmal hier oben auf Art gehen und müsst dann hier auswählen Ethernet VLAN. Dann seht ihr schon gleich die Auswahlmöglichkeit der Netzwerkports. In meinem Fall habe ich nur zwei, das heißt einmal den WAN-Eingang und einmal den LAN-Eingang, beziehungsweise Ein- und Ausgang. Und wichtig ist zu beachten, in meinem Fall ist ETH0 der LAN-Anschluss und ETH1 der WAN-Anschluss. Theoretisch kann die Sophos natürlich auch die PPPoE-Einwahl. Und wenn ihr die am vorherigen Modem falsch konfiguriert habt, müsst ihr nämlich hier VLAN 7 angeben, bei Telekom zum Beispiel, um das PPPoE-Signal aufbauen zu können. In dem Fall zum Beispiel Tritec-Modem davor. Aber in meinem Fall möchte ich ein ganz normales VLAN fürs interne LAN anlegen. Das heißt, ETH0 VLAN, Namen nennen wir jetzt einfach Test. Und ich habe ja jetzt schon die ID 10 und die ID 20, das heißt, ich nehme jetzt einfach mal die ID 30. Und dann gibt es einmal diesen Haken. Das heißt, er würde jetzt von selbst irgendwas anlegen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja dem ein normales Netz vorgeben. Das heißt, wir geben jetzt einfach mal 192.168. 198.254, was als Testnetz benutzt wird bei mir. Genau, hier gibt es bei Erweitert gibt es dann auch noch Möglichkeiten, wo man zum Beispiel MTBU einstellen kann. Die MTBU ist primär wichtig, wenn ihr den WAN-Anschluss konfiguriert, zum Beispiel bei der Telekom. Muss man, glaube ich, 14.492 nehmen. Und zum Beispiel, wenn jetzt über Unity Media aufgebaut wird, ist die UTM, die UTM, die MTU sogar nur 386 oder 400, weil das von Unity Media bzw. jetzt Vodafone vorgegeben wird. In dem Fall müssen wir hier nichts angeben und können hier ganz normal wieder auf Minus gehen. Und würden jetzt einmal das Test-VLAN anlegen. Wir gehen einmal auf Übernehmen bzw. auf Speichern. Und wir sehen, er hat das Test-VLAN angelegt. Und jetzt gehen wir eigentlich nur noch auf Aktivieren. Und schon liegt, der braucht ein bisschen, bis hier gleich das angezeigt wird. Also wenn man es, glaube ich, nochmal neu laden muss. Ich glaube, man muss es nochmal neu laden. Genau, dann fliegt man nämlich raus, habe ich mir nämlich schon gedacht. So, er ist wieder angemeldet und wir sehen hier unten das Test-VLAN 30. Und das wäre es in dem Fall schon gewesen diesbezüglich. Wenn ihr jetzt aber noch, jetzt müsst ihr noch möglich machen, dass zum Beispiel das Testnetz ins Internet kommt. Da gehen wir einmal auf Network Protection und auf Firewall. Und hier habt ihr die Firewall-Regel, die ich schon mal im ersten Video besprochen hatte, beziehungsweise eine ähnliche. Die wir besprochen haben, war NAT bezüglich Port Forwarding und das ist jetzt die, ich sage mal, die Grundregel, die ermöglicht, dass das interne Netz nach außen kommunizieren kann. In meinem Fall habe ich nach außen keine Reglementierung, was ihr aber machen könnt, wenn ihr möchtet, aber in meinem Fall habe ich diese nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Netze, wir haben jetzt das Testnetzwerk angelegt, das heißt, hier müssen wir nochmal kurz auf Bearbeiten gehen und müssten hier über den Ordner noch das Testnetzwerk, in dem Fall hier Test oder Network, hinterlegen und da auf Speichern drücken und schon könnte jedes Gerät, was in diesem Testnetzwerk ist, ganz normal ins Internet rauskommunizieren. Wenn nachträglich natürlich irgendwelche Filter oder ähnliches
angepasst werden sollen, kann das natürlich ganz normal erstellt werden und ihr könnt dann eine eigene Regel machen. In meinem Fall habe ich einfach erstmal standardmäßig immer Any und wenn ich speziell jetzt wirklich Netze trennen möchte, könnt ihr das natürlich ganz normal auch machen. So, nachdem ihr dies eingetragen habt, müsst ihr noch zwei andere Anpassungen machen, damit da am Ende dann auch euer Testnetz ins Internet kommen kann. Ihr geht dann auf NAT und ihr seht, hier sind aktuell drei nur eingestellt, und zwar für die drei Netze. Jetzt müssen wir natürlich das vierte Netz auch noch hinzufügen. Wir machen Maskierungsregel, sagen Schnittstelle, wir möchten UDP erwarten, das bleibt alles gleich und hier macht ihr in dem Fall jetzt das Internal Network, in dem Fall das Test Network rein, geht auf Speichern, auch wieder standardmäßig deaktiviert, dann aktivieren. Somit wäre es jetzt möglich, aus diesem Netz nach außen zu kommunizieren. Jedoch fehlt noch der DNS-Server bzw. die DNS-Berechtigung, damit von der UTM die DNS-Freigaben überreicht werden in dieses Netz. Dann geht ihr nämlich einmal auf Netzwerkdienste. Ihr seht, hier läuft das genauso wie bei dem anderen. Ihr habt die einzelnen Netze und ihr müsst in dem Fall einmal nur nochmal hier auf den Ordner oder nochmal das Testnetzwerk mit reinpacken. Und somit ist es nun auch möglich, dass die Geräte im Testnetzwerk den DNS-Server von der UTM nutzen können. Und zusätzlich gibt es hier oben noch die Weiterleitung und dort werden ganz normal die Google DNS-Server wie 8888 und 8844 eingetragen oder standardmäßig nimmt ihr die Daten, die ihr von dem Internetprovider bekommt. So, das war es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!